Hallihallo, Hallöchen! Ja, es geht weiter mit dem lieben Rezo. Er hat ein neues Video hochgeladen und zwar Glücksrad entscheidet unser Sandwich. Plus Frittieren mit Crispy Rob und Geo's Jungle. War ja klar, dass Frittieren dazu muss, wenn Crispy Rob dabei ist. Definitiv. Und ich hoffe auch viel Käse. Ich würde sagen, let's go. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal, der da heißt Rezo. Yes, lol, Mann. Jan. Ja. Heute haben wir zwei ganz wundervolle Gäste, nämlich nice. Zum einen ist das der Rob, zum anderen ist das der Joey. Boy, hey. Und gemeinsam sind wir die Coolen. Nachdem wir jetzt was Cooles gesagt haben, erkläre ich das Spiel. Wie ihr seht, haben wir hier sehr, sehr viele weirde, verschiedene Essensgeschichten. Dort steht noch eine Friteuse. Hier haben wir einen Sandwichmaker und wir haben ein Glücksrad. Und ich habe auch einen Sandwichmaker, den muss ich mal wieder aktivieren und mal rausholen. Aktivieren, ja. Wir drehen jetzt gleich an einem Glücksrad und machen uns gegenseitig ein Sandwich mit den Zutaten, die halt da hier sind. Okay, lass uns starten. Sollen wir erstmal für dich machen? Na gut. Na gut. Gewürzgurken. Gewürzgurken bin ich voll dabei. Geil. Okay. Ja. Alter, richtig. Eigentlich voll gemein, ich habe mega Hunger gerade, ne? Und dann sowas zu gucken, eigentlich uff. Ich nice. Ich glaube, es könnte gut werden, weil ich tue dir ganz viel drauf, weil du musst ja noch in die Fritteuse und dann hast du ein sehr fettiges Ding. Oh nein! Leute! Oh, ich hasse Schärfe. Ja, nö. Ach Leute. Jetzt gut, drehst du für Joey. Rob. Yes. Chili-Pulver! Boah, ich hätte gar keinen Bock da drauf, ne? Okay, Joey, du sagst Stopp, ne? Ja. Ich glaube, Joey ist auch nicht so der Scharfesser, wie es aussieht. Machen wir mal Stopp, oder? Was? Nein. Wir sollten nicht diskutieren, nein, sondern Stopp sagen. Alles klar, mach ruhig weiter. Sag doch ja, Stopp. Sind die sehr scharf? Ich schätze mal schon. Boah, freu dich, Junge. Ja, voll gut. Oh, oh, nein! Es tut mir so leid. Oh nein, Chili Pulver unter Basket. Das schon sechsmal. Voilà. Okay, letztes Drop. Salzstangen. Ich was glaub, für eine Kombi. Ist Alter, Joey hat so geile, was war das, Frischkäse, dann Gewürzgurken und halt Tabasco. Aber Crispy Rob einfach nur, einfach nur Chili, Pulver, Tabasco und, oh Mann. Trockenste Sandwich der Welt. Ein bisschen Flüssigkeit. Salzstangen, ja. Das ist wirklich Tabasco. Wir nennen dieses Sandwich brennender Durchfall. Du kannst uns alles heimzahlen. Hier, nimm das. Rezo. Gewürzgurken. Hatten wir doch schon. Wir machen eins weiter. Pupsi, oh, Tabasco. Das ist kein normaler Tabasco, das ist so extra scharfer Tabasco. Los, hau richtig drauf, Rob. Ja, darf ich wieder Stopp sagen? Junge, 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 Junge. Ja, komm, Stopp. Boah, Alter. Okay. Ah, schade. Bier auf Sandwich, was? Aber gut, ich hätte sowieso schon gar keinen Bock, weil Schärfe kann ich gar nicht ab, wirklich gar nicht. Boah, boah. Sushi. Und Sushi. Oh. So? Was? Okay. Bier auf Sushi. Oh. Aber die Sojasauce muss auch noch drauf, oder Rob? Ja, safe. Und Wasabi natürlich. Auch. Das muss der wissen, wo ich das hin möchte. Der wird heavy. Ey, was ist denn das speziell? Aber Alter, schau dir das an. Ja. Das so. Ich hab echt noch ein meistes Glück gehabt. Weiß wirklich. Sollen wir jetzt mal alle frittieren? Ja. Wer ist das rein? Wie sehen die Sandwiches aus? Ich finde, ihr könnt euch gar nicht beklagen. Weil mein Sandwich riecht nach Hölle. Du riechst einfach nur Tabasco und Chili raus. Okay, ich bin ready. Ich bin auf. Ich hab an. Abfahrt. Okay. Okay, mach's gut aus der Befehl. Erfolg beim Touristen. Das schmeckt mega nice. Darf ich auch mal? Mega nice! Ne? Boah! Also, ich merke schon, meine Zunge brennt. Aber das Frittierte macht es nochmal so gut. Ha! Ha! Oh, Gurke ist schon echt heiß. Ey, Junge, ich hab nur Wasabi im Mund. Aber es ist so ein geiles Gefühl, wenn die Nase brennt. Den spruche ich auf jeden Fall auch sehr oft. Ja. Boah, wenn die. Boah! Aber es wird aufgegessen. Ich esse das. Wie so der Mülleimer. Alter, aber eine scharfe Runde. Frittierte Sandwiches, die sättigen, die hauen rein. Hey, aber wie hat denn jetzt Crispy Rob
einfach seinen Salzstangen, Chilipulver und Tabasco-Sandwich gegessen. Krass. Und nur ein bisschen beschwert. Heftig, ich wäre direkt gestorben. Wir kriegen nie genug. Okay, jetzt kommt die nächste Runde. Du bist schon wieder am Fressen. Ja. Das ist gut so, denn wir werden jetzt weitermachen. Ja, soll ich? Los. Ich habe übrigens ein paar Zutaten wieder gewechselt. Frittiertes Eis. Sieht man das? Hirtenkäse, Balsamico-Essig, Ingwer. Also da kann was Gutes passieren. Ja, solange es nicht scharf ist, bin ich dabei. Okay. Mal gucken, was Joey bekommt. Ingwer! Ich glaube, du hast das einzig Scharfe bekommen. Oh ja, das ist echt so. Ja, boah, so richtig dicke Scheiben auch noch. Boah. Und die ist ja noch dicker. Boah, ich sterbe. Oh. Ey, Käse. Richtig geil. Aber Ingwer und Käse kann ich mir gut vorstellen, dass es gut schmecken kann. Zwei Scheiben. Nice. Avocado. Boah, ultra geil. Oh, das du hast sehr fettige Komponenten. Okay, Rob, ne? Salat. Dankeschön. Alles an Salat kommt da drauf. So. Das reicht. Das tust du gleich, wenn du trainierst. Einfach Salat für Rob. Dankeschön. Eis! Eis! Was ist denn? Hä? Ach so, Eis. Letzte. Ja. Ingwer. Da. Sorry, Bro. Ist einfach enttäuscht. Also wirklich, das ist so das schlimmste Sandwich, was ich gefühlt hier gegessen habe. Vor allem und immer noch dieser Riesenberg an Salat. Salat auch. Okay, du darfst jetzt für mich drehen. Das heißt, du kannst mir alles zurückgeben. Ey, nein, ich hasse Ball. Was ist das? Pass auf, Leute. Lass uns lachen. Also, warte. Wir machen so ein kleines Loch rein und dann kommt es richtig komprimiert. Alles auf einen Haufen. Ja, das ist richtig geil. Wehe. Nur eine Packung. Weil zwei Packungen kriegen das ganze Sandwich, egal was es sonst drauf ist. Ja, das auch. Aber wie ist denn Brausbar, wenn du das frittierst? War das auch wie ein Sound oder was? Was sind dann? Das ganze Sandwich. Nein. Allein die Menge an Salat kriegt das ganze Sandwich. Ich mache hier so ein kleines Loch rein. Und dann kommt er so richtig geil komprimiert. Yes! Auf Eis. Ich glaube, man sieht's. Ich krieg einfach Süßigkeiten drauf. Okay, letztes für mich. Balsamico! Weiße Kombi. Das macht halt sehr kaputt, ne? Guck mal, machst du direkt so in die Mitte rein, dann kommt so ein Vulkan bestimmt. Aber ey, da ist doch von voll viel dran. Oh, ich hab gedacht, das wird schön. Echt krasse Kombination diesmal, ne? Ich hab sowas noch nie gesehen. Yosin, hi. Oh. Du rein. Ja. Srizo, ja. Boah, was ist das denn, Alter? Das ist meins und das ist deins. Warum ist deins so viel größer als meins? Ich muss erstmal eine Fettabsaugung machen. Ja, und auf deinem Teller ist auch ziemlich ölig. Ja. Wir essen schon. Ah, ein Joke! Ja, gar nicht gecheckt erst, aber ja, nice. Ja, dann lass essen. Salat. So viel Salat. Ich schmeck kein Ingwer. Schmeckst du Ingwer, Rob? Bin noch nicht mit dahin gekommen. Ich schmeck den esse ich überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich habe einfach nur Eis bisher. Aber Salat mit Eis, das ist so grauenhaft, ey. Ich habe einfach so einen Nachtisch. Boah. Ich bin happy. Nicht. Ihr seid ready für die nächste Runde? Oh ja, sehr. Weil es wird eine Bonusrunde, eine Special-Runde. Ihr seht, dass nur Zutaten an dem Board sind, die noch nicht dran kamen. Mhm. Und es wird jetzt so lange gedreht, bis alle Zutaten jetzt einmal rankommen und alles muss einmal noch verwendet werden. Okay, das heißt, in Schnelldurchgang klären wir jetzt, wer was auf sein Sandwich bekommt. Und wenn wir auf einem leeren Feld landen, nehmen wir einfach das rechts daneben. Erstes Joey. Rosinen, Falafel, Hirtenkäse, Avocado-Mixer, Agavendixer, Mango. Oh Leute! Boah, bei Rob läuft's gerade, ne? Hirtenkäse, Ananas, Mango, Schokolade, klingt schon ultra nice, ne? Bei Joey läuft's nicht so gut. Rosinen, Wurst, Ketchup, Gummibärchen. Oh, Rezo ist so. Okay, eigentlich, ja. Aber Rob hat echt gut abgeräumt. Dann machen wir uns jetzt unsere Brote selber? Jo, ja. Oh, Scheiße, was hab ich denn hier gemacht? Schon nice aus, Girl. Ich kann nicht nochmal frittieren, Leute. Ich will nicht mehr. Das kommt in Sandwich Maker. Kann ich das übergeben? Klar. Ja, willst du eine? Aber ich finde auch so ungebratene Falafel riechen leider nach Schweiß. Finde ich gar nicht. Hä? Wie riecht denn dein Schweiß? Schweiß. Ja, nicht mein Schweiß, aber so im Fitnessstudio riecht man ja viele verschiedene Schweißsorten und eine davon ist Falafel. Finde ich halt gar nicht. Ja, hatte doch die Klappe. Oh. Oh, die sehen ready aus. Boah, riecht das eklig mit diesen Gummibärchen. Irgendwas riecht ganz eklig, ne? Ja. Riecht man da plötzlich nach Lebkuchen. Das riecht
riecht nach Schweiß. Der könnte jetzt richtig widerlich sein. Ich glaube auch. Aber so aufgelöstes Gummibärchen, so halb aufgelöst. Oh, ich habe einfach so ein, ich habe so ein Dings gehabt, so ein, ja, meine Mutter hat immer so Gummibärchen im Auto gehabt. Und es war mal Sommer, sehr, sehr warm im Auto. Und die Gummibärchen sind alle zusammengeschmolzen. Und haben so ein Gummibärchen-Duft im ganzen Auto verteilt. Und das habe ich so geprägt, dass jedes Mal, wenn ich in so ein fettes Auto einsteige im Sommer, muss ich richtig so krass Gummibärchen, egal ob sie da sind oder nicht. Aber es ist so widerlich gewesen, so dieser Geruch. Oh, ich mag Gummibärchen eigentlich sehr, aber das war, ne. Das sieht so eklig aus, Leute. Diese Hasenköttel. Das sieht so ungenießbar aus, ey. Aber irgendwie sieht es auch ein bisschen sexuell aus, ne? Are you ready? Nee. Okay, go. Widerlich. Ist auch eine ekelhafte Spalte. Sieht nur so aus. Boah, das war mit Abstand das ekligste von allem, was ich hier heute gegessen habe. Das ist nicht okay, dass hier Falafel drin ist und Schoki, weil das passt gar nicht, gar nicht. Mein Schoki macht auch alles kaputt, was da drin ist. Ist traurig. Ja, gab einen Dicksaft, so gibt ja auch eine... Oh, ich würde sagen, ich fand Robs eigentlich ziemlich gut eigentlich so. Vom Namen her klang eigentlich ganz geil. Süße. Das hier ist auch eine Süße. Wie du so ankommst. Das hier ist auch eine Süße. Das sieht so ekelhaft aus. Beiß mal da rein, nee, das ist richtig schlimm. Nee, wow. Jetzt check ich es. Das sieht so schnell hier aus, ey. Ich beiß jetzt auch einmal ab. Oh. Gar nicht geil. Kann ich nicht. Das ist so schlimm. Was ist euer Fazit? Ich fand auch die letzte Runde war einfach nur so ekelhaft. Ja. Obwohl, ich fand die einzelnen Sachen sind halt alles leckere Sachen gewesen, aber so die Kombination von Wurst und geschmolzenen Gummibärchen oder Schoki und Falafel oder so, nee, war einfach nur macht das nicht. Aber die Sachen davor, wo ich gedacht habe, dass sie ekelhaft wären, waren teilweise gar nicht ekelhaft. So Leute, gebt dem Video doch mal einen schönen Daumen nach oben. Nice. Und die Challenge für heute ist, färbt euch auch eure Haare blau. Und finde ich, war so ein bisschen Video so ein bisschen auf eine andere Art, ne? War anders als sonst. Schickt Rezo dann ein Foto davon. Unter dem Hashtag BlueDream. BlueDream. Wir haben auch ein Video gedreht bei Rob, wir haben auch ein Video gedreht bei Joey. Die sind jetzt hier im Bild. Hashtag BlueDream. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen, tschüss. Ciao. Ey Rob, bringst du mich nach Hause? Ja. Okay. Ja. Nice. Cooles Video. War aber definitiv ein bisschen anders als sonst, muss ich sagen. Also ich hab's, der Vibe war anders ein bisschen, fand ich. War ein bisschen anders als sonst. Waren alle so ein bisschen, weiß ich nicht, anders drauf. Ich weiß nicht, keine Ahnung. War ein bisschen anders, war meine Empfindung gewesen. Video war sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Sehr krasse Kombination, die ich vorher noch nie so gesehen habe. Also, aber ich hab Bock jetzt auf Sandwich Maker wieder machen. Muss ich wieder machen, ja. Aber nice.